Jetzt kommen wir direkt zum nächsten. Was haben wir als nächstes? Lappas. Ja, den guten Lappas haben wir auch schon oft abgecheckt. Und habe ja heute auch wieder eine Reaction hochgeladen, ja. Und da war natürlich auch von Lappas, ne, das Neueste. Und jetzt ist aber wieder was Neues rausgekommen. Nämlich, oh mein Gott, Feat Yannick D. Ja, den wir auch schon abgecheckt haben. Und danke Vater, okay? Lass uns mal abchecken hier. So, es ist ein Split-Lyric-Video. Das sind zwei Songs. Einmal Oh mein Gott und Danke Vater. Ich sag es wie's. Ich rolle über Hip-Hop wie ein Bus. Bring die Themen nicht, weil ich. Oh, geil, Mann. Rolle über Hip-Hop wie ein Bus. Ja, geil. Geil. Schön. Ich sag es wie's. Ich rolle über Hip-Hop wie ein Bus. Bring die Themen nicht, weil ich will, sondern weil es einer muss. Bleibe fokussiert im Blick. Gerade Haltung, Stolz und Brust. Trotz mieser Politik kommt vom halben Volk bespuckt. Andere Meinung gleich Zensur. Ist wie ein Spießrutenlauf. Wir bleiben in der Spur und schreiben Songs über Themen mit Brisanz, möchten aufklären, denn was uns lähmt, ist die Angst. Boah, Themen mit Brisanz, doch was uns lähmt, ist die Angst. Starke Zeile. Vor unseren Job zu verlieren, daraus resultiert das Dach über den Kopf zu verlieren. Aufgrund einer kritischen Meinung und Meinung und Sicht, die nicht der allgemeinen entspricht, sprechen Missstände an, durchbrechen den Kreis. Wir wissen, dass nicht jedem unsere Message erreicht, fällt nicht leicht, Kraft zu tanken in dieser hektischen Zeit. Ich bin mit Jesus meinem Herrn, denn nur er macht mich frei. Stark. Oh mein Gott, Gott, schweigen ist Gold, Gold. Ich kann nur wenig wegschauen, mir platzt was da kommt. Aber hey, zu dem Part muss ich noch was sagen, ey, der ist einfach real. Ne, weil es wirklich so, wenn man wegschaut, ja, und wenn man einfach die Klappe hält, so, dann hat man natürlich nicht die Auswirkungen, ja, so wie wenn man jetzt zum Beispiel halt seinen Mund aufmacht, ne, habe ich ja auch schon gemacht, weil dann sind die Leute sofort, dann, ja, wenn du dann nicht deren Meinung bist, ne, dann wird direkt gegen dich gewittert und dann geht das los, ja. Deswegen, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat und hier wurde das sehr, sehr gut thematisiert, ja, so dass halt die Bevölkerung so gesehen, ja, die Restbevölkerung einfach nicht viele Meinungen zulässt, ja, so, und das ist halt wirklich leider die Realität, ja. Mein Herrn, denn nur er macht mich frei. Aber auch eine schöne Hook auch hier mit dem, ne, dem Blick in den Himmel und dass Gott uns nicht verlässt, das sagt mir meine innere Stimme, ja, schön gesungen, Beat gefällt, ja, der Beat ist auch sehr schön, oldschool-lastig und ja man, bin gespannt auf den nächsten Song. Mann, wie oft hat mein Leben mich in die Knie gezwungen? Heute schöpfe ich Kraft aus all den Überlieferungen. Finde Heilung im Gebet. Egal wie ich leide, welche Scheiße ich erlebe, für dich gibt's kein zu spät. Du bist immer für deine Kinder da, auch ich hab in der Tat viel zu lang dein Dasein hinterfragt. Dir war's egal, du hast gewartet, dann hast du. Bist für all deine Kinder da und ich habe dein Dasein auch schon zu oft mal hinterfragt, ne, war das hier. Auch ich hab in der Tat viel zu lang dein Dasein hinterfragt. Und ich habe in der Tat dein Dasein zu oft hinterfragt. Oder was? Du bist immer für deine Kinder da. Auch ich hab in der Tat viel zu lang dein Dasein. Ich hab in der Tat viel zu lang dein Dasein hinterfragt. Genau so. Ja, jetzt haben wir's. Aber auf jeden Fall starke Zeile. Hinterfragt, dir war's egal, du hast gewartet, nahmst dich schützend in die Arme. Ich bin so dankbar, darf ich dieses Glück erfahren, Vater. Alles wird sich fügen, ja, ich kann das spüren, spüren, wie sich das Geflecht aus Lügen langsam entwirrt. Hab raus aus dem Dreck mit teils noch offenen Wunden, wieder back zu der Hoffnung gefunden, dank dir. Doch den Glaube an dich hab ich lang nicht zugelassen. Nee, sind wir doch bereits in deinem Blut gewaschen. Spüre deine unendliche Schöpferkraft. Danke, dass du Liebe für deine Söhne und Töchter hast. Boah, ich schöpfe Kraft, danke, dass du Liebe für deine Söhne und Töchter hast. Vater, dass du immer da bist. Ich war so blind und gefangen in der Matrix. Heute weißt du mir in die Richtung wie ein Fahrtlicht. Danke, Vater, dass du immer da bist. Danke, Vater, dass du immer da bist. Ich war so blind und gefangen in der Matrix. Heute weißt du mir in die Richtung wie ein Fahrtlicht. Danke, Vater, dass du immer da bist. Danke, Vater.
Boah, danke, Vater, dass du immer da bist. Du weißt mir die Richtung wie ein Fahrtlicht. D-d-d-d-d-d-d. Richtig schöne Hook. Nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der, so gesehen, so super gläubig oder so, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eine höhere Macht gibt, so gesehen. Ja, ich bin jetzt nicht immer am Beten oder gehe nicht immer zur Kirche oder so. Aber trotzdem fühlt man das. Ja, fühlt man auf jeden Fall. Ist nice gemacht. Danke Vater, Auch danke ein Vater, geiler dass du Beat. mich gerettet hast. Danke Vater, Danke Vater, ja, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, dass du mich gerettet dass hast. du mich Danke gerettet Vater, hast. ja, Danke Vater, danke Vater, danke Vater. Sehr, sehr schöner Song, ja. Auf jeden Fall perfekt. Auf den Punkt gebracht, das ganze Thema. Also die beiden Themen. Ja, so ein Split-Lyric-Video. Gefällt mir richtig gut. Ja. Auf jeden Fall, da gibt es ein Like, natürlich ein Abo. Schöne Musik mit Message. Hier ist der Link. Checkt das auf jeden Fall ab. Lasst einen Daumen nach oben da. Ne? Ein Abonnement. Ne? Wenn euch das gefallen hat. Ja, Mann. Danke, danke. Lappas auf jeden Fall abchecken, ja. Auch hier, Yannick D. Sehr fett. Hat mir gut gefallen. Also bis jetzt wirklich alles, was ich abgecheckt habe von Lappas, so, ne? Ist reimisch. Also von den Reimen her. Reimisch. Von den Reimen her. Vom Flow her, von der Druck in der Stimme, Mix und Master, ja, da kannst du einfach nicht meckern. Ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau das ganze Ding. Hört sich sehr gut an. Also das auf jeden Fall, ne, support den Shit. Danke, Bro, ich gehe auch nicht in die Kirche. Ja, aber trotzdem weiß man, dass es dann halt jemanden gibt halt, ne, der über einem wacht, so gesehen. Also ich glaube auch an das Schicksal oder halt an Schutzengel oder so. Ja, das sind halt so Sachen, wo ich halt auch dran glaube. Wo auch nicht jeder dran glaubt, aber ich auf jeden Fall. Ja, weil halt zum Beispiel meine beste Freundin verstorben ist und ein sehr guter Freund. Ja, so meine beste Freundin ist verstorben an Herzversagen mit 22 Jahren, was ich immer noch nicht verstehe. Und ein guter Freund hat Selbstmord gemacht, auch mit jungen Jahren. Und ich weiß aber, dass wenn irgendwas ist oder so, ich hab die als Schutzengel da, ja. Das habe ich auch schon öfters mal gehabt. Ich bin mal über die Straße gegangen und dann hat mich fast ein Auto erwischt, ja. Und das sind halt so Sachen, die haben sich in meinen Kopf eingeprägt und deswegen, ja, durch diese Erfahrung halt glaube ich schon daran, dann an Schicksal und dass es halt wirklich halt irgendwas gibt, wo halt über uns die Hand halten kann, so dass es einen Schutzengel gibt, ja. Unsere Liebsten so gesehen, ja. Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Ja. Ich bin, wie gesagt, auch nicht so gläubig, aber das ist so eine Sache, wo ich auf jeden Fall dran glaube und das wollte ich einfach mit euch mal teilen, ja, damit ihr auch Bescheid wisst. So, Nick vor, ich gehe mit Jesus. Ja. Yeah. Marius N., Dankeschön. Ja. Ja, schöne Worte, Prime. Ja, auch schöne Worte an Lappas, ja. Waren auch sehr schöne Worte. Auch die Hook von Yannick D. Auch sehr, sehr schön. Also auch ein schöner Track. Ja, abchecken. So, das haben wir uns jetzt auf jeden Fall gegeben. Sehr nice. Jetzt halt nicht viel zu meckern, ne?